Jetzt erstmal eine Runde Tube Tribute. Hi und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Trine hier auf Tube Tribute. Ich bin Verdidas Days. Vorsicht, ich fasse ein Mikro an. So. Schön, dass ihr da seid. Wir springen rein. Okay. Das ist meine schöne Kiste. Aha. Ach so. Kehrt sich erstmal selber, sagst du? Gewaltige Schlangen und riesige Schnecken. Was kommt als nächstes? Ein gigantisches gegrilltes Schwein, hoffe ich. Denk nicht immer ans Essen. Oh, wer ist sie denn Hübsches? Wer sind diese seltsamen Leute? Ich behalte sie besser im Auge. Gute Idee. Der Trine hatte unsere Helden zu einem seltsamen Wald gebracht, wo sie Kobolden und gewaltigen Kreaturen begegnet sind. Nachdem sie sich den Gefahren der verlassenen Ruinen gestellt hatten, kamen sie zu einem großen, dampfenden Sumpf. Doch ahnten sie noch nicht, dass nun jemand ihre Reise mit großem Interesse verfolgte. Ja, ich würde sagen, dann machen wir den Cut und bis nächstes Mal. Ich bin ja so witzig. Nein, ganz ehrlich, ich habe beim letzten Mal hart versagt. Und zwar ist die Szene die letzte gewesen für dieses Level. Was ich irgendwie nicht so wahrhaben wollte, ich dachte, ich mache hier so wieder bei Via Reporter 2 so 20 Minuten Stückchen. Aber wir machen weiter wie bei Trine 1 levelweise. Also bis zur nächsten Buchseite. Spielen wir jetzt. Ich frage mich, was Kobolde fressen. Sie fressen Zauberer. Leute. Wie dich. Ach du meine Güte. Oh, 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 oh. Ach du meine Güte, sagt er. Na denn. Aber so als weiser Magier war das eben eine ziemlich doofe Frage. Natürlich keine Wanderer, die jetzt zufällig irgendwie mal diese Koboldneste entdeckt haben könnte. Ist ja eklig hier. Setzen, ne? So. Ja, ich hoffe, ihr hattet so einen schönen Tag heute, denn Samstag. In 2 Tagen spielt Deutschland gegen ja, Russland oder Algerien. Da bin ich ja mal sehr gespannt. Nebenbei gucke ich nämlich gerade. Also, was heißt nebenbei? Zur WM läuft mein Rechner eigentlich immer. Mein Fernseher. Und ja, ich schaue mir so ein bisschen. Fußball.
Hack ist sonst nicht so der Fanatiker. Aber WMEM, ne? Ist ja, man kennt's nicht. Hatcher, boom. So, was war das Tab, ne? Ja. So, wir haben einen. Jetzt müssen wir eigentlich immer auf Sturmhammer werfen. Anstürmen. Und einfach Eiskalt. Durch den Frostschild fallen. Wustig. Wustiges Spielzeug, sag ich. So hab ich's gewusst. Röhrchen, steck dich hier. Warum Würfel hält? Hier meine Lieblings-Jump'n'Runner. Friere du! Was auch immer du bist, Kobold. Monster Kobold. Ja, wie geil. Ja. Ja, mega feierlich. Okay, ich guck mal. Ich möchte jetzt mal mutmaßen, dass da oben vielleicht irgendetwas ist, das ich vielleicht haben will. Anlauf. Na gut. Wollen ja den Spielfluss nicht behindern. Geht uns sehr um was die Story. Was für ein fröhlicher kleiner Frosch. Na, ich glaube gleich nicht mehr. Ich hab mir das doch schon irgendwie so gedacht. Nein! Oh. Wenn du nicht mehr weiter weißt, bilde einen Arbeitskreis. Schade. Hätte sein können.
Okay, also nochmal hier, mein Freund. Da. Zucken wir ein bisschen runter. Juhu! Und das ist nicht mal das Seltsamste, was ich in letzter Zeit gemacht habe. Nee. Haben wir da irgendwas? Nee. Ich würde sagen, wäre jetzt auch ein bisschen Fail beim Wechseln erstmal. Na, sag schon, die. Luftanzeige wieder aufgefüllt. Alter, was ist das denn? Musik. In die Ecke gewesen, gewesen. Also die Musik hat ja schon was. Wieder zum ersten Teil. Gleichen Erfolg gehabt, das war ich nicht. Erstmal selber in den Tod stürzen, läuft. Macht irgendwie mehr Sinn, oder? Wieder ein wenig Fahrstuhl fahren. Schießt jemand ein Tor? So, dann müsste ich das Rohr holen. Und bitte. Bleib oben! Ja! Richtiges Bangen hier.
Also. Oh, Gott sei Dank. Ja, eine Stufe mehr. Hebel umlegen ist immer eine schöne Sache. Also, pop. Pop. Reicht nicht, wenn ich das jetzt da rummache. Jetzt bin ich aber neugierig. Lädt richtig ein, hier zum bisschen rumexperimentieren. Und? Gut. Wir haben einen ganzen Tag in diesem Dreck verbracht. Ach, und ich habe ihn an meinem Saum. Sorry. War jetzt nicht meine Absicht. Da. Die Liebe nutzt den Feind nicht sichtbar. Die Wirkung hält 10 Sekunden, wenn sie still steht. Verpufft, aber Bewegung mit Doppel. Okay, abgekauft. Schließen. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Wenn es heißt Let's Play Trine. Mit mir, dem Taste. Dann wieder mit mehr Geschichten, mehr von mir, mehr von der Welt. Und nicht so spät. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo? Diese Blume hat gesprochen. Quatsch, Blumen sprechen nicht. Könnt ihr mir bitte helfen? Natürlich, Frau Blume. Findet meine Schwester auf der anderen Seite von diesem Sumpf. Ich... Suchen wir nach einer anderen Blume? Keine Sorge, Frau Blume. Gehen wir.